Einen schönen ersten Advent wünsche ich euch. Dies ist kein offizielles Adventskalender-Türchen oder sowas. Es ist einfach nur ein ganz kurzes Video, was ich für euch machen wollte, beziehungsweise was ich machen wollte. Und zwar hatte ich auf Twitter vorhin gefragt, ob ihr eigentlich mal Bock hättet auch von mir auf so ein Frage- und Antwort-Video. Und ja, ihr wolltet es. Und deswegen habe ich gedacht, drehe ich jetzt nochmal kurz dieses Video. Ich wollte heute ja sowieso ein Video drehen. Und dann wird es jetzt eben dieses hier, worin ich euch quasi auffordere oder drum bitte oder euch die Möglichkeit gebe, unter dieses Video mir Fragen zu stellen, die ich euch dann in einem der kommenden Videos irgendwann mal beantworten werde. Natürlich, wenn die Fragen mir zu persönlich werden, dann werde ich sie einfach ignorieren und nicht beantworten. Ich hoffe, das versteht ihr. Aber es gibt halt Fragen, die sehr oft auftauchen. Zum Beispiel, wie alt bist du, wo arbeitest du und so weiter. Und ich denke mal, wenn ich dann so ein generelles Video mal mache, wo ich diese Fragen beantworte, dann kann ich ja, dann könnt ihr euch das ja einfach anschauen. Und wenn ihr Fragen habt an mich, vielleicht sind sie ja da beantwortet. Außerdem, da heute der erste Advent ist und ich hier so viel Zeug rumliegen habe und ich euch ja auch schon angekündigt hatte in meinem Hamburg Twilight Hamburg Hall Video, dass ich ja von den Sachen, die wir dort geschenkt bekommen haben, einiges an euch weitergeben wollte, weil ich das ja alles gar nicht benutzen kann und manches gar nicht für mich geeignet ist oder ich die Sachen vielleicht schon habe oder so und so weiter und so weiter, gibt es halt einige Sachen, die ich an euch verlosen wollte, euch schenken wollte und wie gesagt, da heute der erste Advent ist, passt das eigentlich ganz gut, finde ich. Und ich habe mir jetzt gerade rausgegriffen aus der Tüte den Essensduft Like a Trip to New York. Das sind 30 Milliliter, nee, Quatsch, 0,33, ja, deswegen war ich jetzt gerade vielleicht verwirrt. 10 Milliliter, es ist also so eine kleine Version. Und ich denke mal, ich werde das eine Woche lang laufen lassen. Nee, ist eigentlich zu viel, ne? Für so eine Kleinigkeit eigentlich. Naja, ist egal. Wir machen das jetzt eine Woche, also bis zum zweiten Advent. Alles Weitere schreibe ich in die Infobox, was jetzt quasi die Voraussetzung ist, um diesen Duft gewinnen zu können. Ich würde sagen, ihr stellt mir halt eure Frage, was ihr generell tun könnt unter diesem Video. Und wenn ihr also diesen Duft auch gewinnen möchtet, dann schreibt am besten noch dazu, dass ihr diesen Duft gewinnen möchtet. Ich weiß ja nicht, ob den jeder jetzt unbedingt haben möchte. Also Frage stellen plus Zusatz. Ja, ich möchte gerne diesen Duft gewinnen oder irgendwas in der Art. Und dann werde ich das nächste Woche auslosen. Ich mache das einfach per Zufallsprinzip. Ich schreibe dann einfach die Gewinnerin oder so an und werde ihr dann das Ding zuschicken. Es wäre ganz schön, wenn irgendwo auf eurem Kanal auch euer Alter steht oder so. Weil ich ja, wenn ihr noch nicht 18 seid, eine Einverständniserklärung brauche von euren Eltern, dass ich euch das Ding überhaupt zuschicken darf, beziehungsweise, ja, nicht, ich möchte da keinen Ärger bekommen. Das wäre halt ganz schön, wenn das da irgendwo steht oder so, oder wenn ihr das einfach mit dazu schreibt oder so. Das finde ich immer ganz praktisch. Ja, das war's schon. Und da war's Minuten, yeah! Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch noch einen schönen ersten Advent. Freue mich auf eure Fragen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr bleibt dann auch hoffentlich gesund. Habt eine schöne Adventszeit und bis dann. Tschüss.